Ich finde, es fällt sehr auf. In der aktuellen Staffel wird wirklich ganz oft gegessen und Heidi isst auf einmal Döner. Also es ist mir aufgefallen, dass es wahnsinnig oft thematisiert wurde. Vielleicht versuchen die da so ein bisschen von diesem Mager-Image wegzukommen. Wir haben eine Frage im Chat an euch. Wollen wir mal reingucken? Ja. Joyce.de/r. Die Frage kommt von Kevin. Wie genau hat Heidi euch schlecht behandelt? Ich habe es ja gerade mal ein bisschen erwähnt. Es gab so zwei Zitate. Ihr beide seid ja auch, wenn ich sagen darf, nicht so ganz im Guten rausgegangen, oder? Also erstmal du. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wer sagt denn, dass Heidi überhaupt uns schlecht behandelt hat? Ich meine, generell nicht eine Aussage also, war eigentlich ja von ihm, dass genau. Heidi eine Zicke ist. Angeblich. Hat Aussage. Angeblich. Gesagt, ich weiß es nicht. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Wer hat denn das überhaupt? Ich kann eben nur sagen, ich war 51 Jahre und auf einmal kommt ein Aufruf für ein Casting. Da bin ich dann hingegangen. Heidi hat mich ausgesucht. Ich habe zweimal vier Monate super mit ihr zusammengearbeitet. Es war ganz toll. Wir hatten ein super Verhältnis gehabt. Ja. Ich kann ihr alles danken, was mir passiert ist, im Fernsehen vor der Kamera, weil ich ja seit 35 Jahren hinter der Kamera stehe. Das Einzige, wo ich sagen kann, was ich nicht so toll fand, dass ich und Peyman am gleichen Tag das gleiche E-Mail bekommen haben, und wo drin stand, ist aus die Maus, jetzt nehmen jetzt eine andere Hat Stimme. Die Heidi geschrieben, die Mail, oder? Ihr Büro aus New York oder so. Heidi ist eine Weltmarke und vielleicht hat sie sich nicht selber dran gesetzt, vielleicht gibt es da so Prototypen, aber und dann anschließend haben wir lange Zeit noch E-Mails geschickt und ich meine, sie hat mir diese Fernsehsache ja auf einem Silbertablett gebracht. Ja. Ich habe eine irre Chance, ich habe ja 32 Mal Germany's Next Topmodel, ich habe jetzt 10 Mal Austria's Next Topmodel, ich habe 60 andere Sendungen gedreht. Also in der Bild stand ja eigentlich in deinem Namen ein paar Sachen, die negativ waren gegenüber Heidi Klum, dass ihr zum Beispiel euch privat nie irgendwie nach dem Dreh getroffen habt oder dass sie immer sehr kalt war. Das ist also nicht richtig, oder? Du, wenn du irgendwas sagst, ich mag sehr gerne die Leute von der Bild sagen, ob das die oder doch. Da lebt man ja mit der Bild-Zeitung. Und ich gebe permanent Interviews. Sobald du irgendwas sagst für irgendeine Zeitschrift, ich rede ja wie ein Wasserfall, da ist immer irgendwas, was ein Journalist irgendwie andersrum tut. Also sag, ja, das stimmt. So, ich wollte ihr, die, wie sie ihr Kind gehabt hat, hatte ich eine Puppe gekauft, wollte ich ihr schicken, hatte ich nicht die Adresse, dann sage ich ja, ich habe ja keinen Kontakt zu Heidi. Und das wird ja Rolf ist und so, also es wird ja viel wird ja geschrieben, aber, was ich ja nie gesagt habe. Hat sich persönlich getroffen ein bisschen, dass du nach zwei Staffeln dann nicht mehr dabei warst? Also persönlich schon, weil wir waren ja, Heidi hat mich in die Arme genommen, hat mir gesagt, komm Rolf, versprich mir, hat mir dieses Ohr geflüstert, versprich mir, dass du bei der nächsten Staffel dabei bist. Wir hatten so tolle Momente, wenn du zwei Monate neben deiner Chefin sozusagen, wir haben tolle Sachen, um 4 Uhr morgens haben wir in ihrem Make-up-Wagen haben wir Rotwein getrunken oder so. Das waren emotionale Momente, sie hat mich wirklich geliebt und ich habe sie auch geliebt. Yeah. Aber sauer warst du nicht, auf Heidi zum Beispiel? Nee, wenn du dann sag mal, das nicht verlängert wird, dein Vertrag ist, weißt du, du sagst, die Heidi mag mich und irgendwie wird man dann, ja, sie mag sie mich nicht und so, man ist dann natürlich traurig, weil man denkt, man hat die beste Freundin fürs Leben gefunden und dann ist man, ja doch schon, hab ich gedacht, ich sah mich schon mit der Shopping machen oder so und dann ist man natürlich ein bisschen enttäuscht, aber also ich kann dir anbieten, dass wir heute Abend ganz dicke Freunde werden. Wohin gehen wir denn? Wir gehen nachher zu H&M ein bisschen shoppen. Okay, geil. Wir gucken in den Chat rein. Joyce.de/r. Da ist nämlich eine neue Frage für euch von Wall of the Wall. Interessanter Name. Waren die Mädchen wirklich immer so zickig oder war das gescriptet? Diana, erzähl mal. Ja, also es war natürlich, wir hatten uns alle in den Haaren, aber es ist eher so, die Mädels kommen hin und erwarten irgendwie irgendwas, jetzt die freuen sich mit dir an, aber machen dann hinter dem Rücken irgendwas anderes. Und ich bin so ein Mensch, ich bin wirklich immer zu allen nett, bis es wirklich knallt dann. Wenn es schon zu weit geht, dann sage ich auch was. Und es gab so Situationen, wo es einfach nur eskaliert ist manchmal. Und ich persönlich, privat bin ich nur mit Männern befreundet. Also ich habe meine, das ist natürlich, so ein, ich habe meine, so ein Jungsmädchen. Ja, ich habe meine Freundinnen natürlich auch. Ich liebe alle, aber
Es ist wirklich unglaublich. Man hat es als eine attraktive Frau sehr schwer. Deswegen, sehr, auch, sehr schwer. Deswegen auch sozusagen das Zitat, dass Kameramänner versucht haben, euch anzuflirten.